Das Jahr 2015 neigt sich dem Ende entgegen und wir schauen einmal rückblickend auf einige der wichtigsten Turnierergebnisse im E-Sport. Evil Geniuses gewinnt The International und somit das bis dato höchste E-Sport-Preisgeld für ein Turnier. Sie sind zugleich das erste amerikanische Team, welches das Finale für sich entscheiden konnte. Das russische Team Vega Squadron hingegen überrascht auf der ESL One in New York und besiegte auf ihrem Weg zum Pokal gleich zwei Weltmeister. Somit bewiesen sie abermals, dass Europa vielleicht die stärkste Dota-Region ist. Ebenso eine Überraschung gab es von dem als Underdog-Mannschaft betitelte Team OG. Sie gewinnen das Frankfurt Major und besiegen Team Secret im Finale. Als Preisgeld winkten 1,1 Millionen US-Dollar. SK Telekom T1 schafften, was bisher keiner schaffte. Sie sind das einzige Team, das sich zum zweimaligen Weltmeister in League of Legends küren darf. In einem packenden Finale in Berlin dominierte das Team um Starspieler Faker gegenüber den Landsleuten Q-Tigers mit 3:1. XPKs Team Origin sowie Fnatic flogen leider im Halbfinale raus. Mysterious Monkeys überraschten hingegen auf der ESLM und holten sich mit einem 2:0 gegen TTD Esports den Pokal. Somit besitzen sie einen der begehrten Plätze der kommenden LCS. Niklas Rasek gewinnt die virtuelle Bundesliga und besiegt mit einem knappen 2:1 Jan Zimmermann im Finale. Vorjahressieger Mirza Jahic flog dagegen schon in der Gruppenphase raus. Abdulaziz Al-Sheri gewinnt den FIFA Interactive World Cup in München. Mit 3:0 dominierte der Mann aus Saudi-Arabien gegenüber seinem Gegner Julien Dassonville. Letzterer hatte schon den Vorjahressieger August Rosenmeier unsanft aus dem Turnier geworfen. Dafür dominiert Rosenmeier den ESWC in Paris und lässt den Briten Spencer Gorilla Ealing auf den zweiten Platz stehen. Dr. Ehano hingegen schaffte einen guten dritten Platz, nachdem er gegen Gorilla mit 2:4 verloren hatte. Doch nur einige Zeit später konnte der gute Erhan Kaiman sich zumindest die Trophäe in der ESL-Meisterschaft sichern. Oskaka gewinnt die World Championship auf der BlizzCon mit einem famosen 3:0 gegen den kanadischen Profi Hotform. Oskaka will be your 2015 Hearthstone World Champion. Strategiegenie Kim So-Seo-Jin konnte sich dafür auf der Weltmeisterschaft in StarCraft 2 gegen seinen Rivalen Lee Life Seung-Hyun von KT Worldstar durchsetzen und holte sich den Weltmeistertitel mit einem verdienten und sehr spannenden 4:3 auf der diesjährigen BlizzCon.